Herzlich willkommen zu meinem 24. Kurzvideo zu Windows Grundlagen, Grundkompetenzen. Jetzt geht es darum, wie man Windows Explorer einen neuen Ordner erzeugen kann. Ich bin jetzt hier im Windows Explorer. Ich habe den geöffnet. Jetzt könnte man hier oben herklicken. Ja, in der Registerkarte Start sind wir da. Könnte auf Neuer Ordner dann gehen. Gebe einen Namen ein. Oder ich könnte mit der rechten Maustaste hier in diesen Ordner hineinklicken, neu, und kann hier ebenfalls einen Ordner anlegen und kann schon einen Dateinamen, also einen Ordnernamen vergeben. Ja, und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Kurzvideo.